Nach massiven russischen Raketenangriffen auf das ukrainische Stromnetz sind Millionen von Ukrainern von Stromausfällen betroffen. Die Regierung hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, ihren Stromkonsum zu drosseln und keine Haushaltsgeräte zu verwenden, die viel Energie verbrauchen. Nach der Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes bestand das Hauptziel der Angriffe in der Zerstörung von Wärmekraftwerken sowie darin, Zitat, Panik unter den Ukrainern zu verbreiten und die europäische Öffentlichkeit einzuschüchtern. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, Ziel der Angriffe sei das ukrainische Militär und die Energieinfrastruktur gewesen. Russland feuerte am Montag 84 und am Dienstag mindestens 30 Raketen ab. Obwohl viele von ihnen von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen wurden, fiel durch die Angriffe in Hunderten von Städten und Dörfern der Strom aus. Etwa 30% der Energieinfrastruktur in der Ukraine wurde getroffen. Das Institut für Kriegsforschung, ISW, berichtet, die russische Militärführung habe die Raketenangriffe auf kritische ukrainische Infrastrukturen möglicherweise koordiniert, um den Ruf des russischen Verteidigungsministeriums zu rehabilitieren und die lautesten kritischen Stimmen nach den russischen Fehlschlägen rund um Liman zu begegnen. Russischen Quellen zufolge führen die ukrainischen Streitkräfte weiterhin offensive Operationen östlich des Flusses Oskil und in Richtung Kremina-Svatove durch. Auch die Bodenangriffe im Norden und Westen der Region Cherson würden fortgesetzt. Die ukrainische Militärführung hält sich weitgehend bedeckt. Zu den Operationen in der Region Cherson bekräftigte aber, dass die Streitkräfte ihre Abriegelungskampagne fortsetzen, die sich gegen russische Einrichtungen militärischer, technischer und logistischer Art sowie Gebiete strategischer Konzentration richtet. Das ISW berichtet zudem, dass der von Moskau ernannte Leiter der Besatzungsverwaltung von Cherson, Wladimir Saldo, derzeit ein Programm durchführe, das bis zu 40.000 Kinder und Erwachsene aus dem Gebiet Cherson auf die von Russland besetzte Krim und in die Russische Föderation bringen soll.